Die Industrie leidet schon jetzt unter den Folgen der Coronavirus-Pandemie, nicht zuletzt die Autobauer. Der Automobilmarktanalyst Ferdinand Dudenhöfer von der Universität St. Gallen hat dazu eine Prognose erstellt. Er rechnet damit, dass der Fahrzeugabsatz im internationalen Automobilmarkt in diesem Jahr um insgesamt 18% unter dem Niveau von 2019 liegen wird. Der weltweite Gesamtverkauf würde demnach nur noch rund 65 Millionen Pkw betragen. Dudenhöfer geht davon aus, dass die Automobilmärkte in Frankreich und Italien mit 25% Rückgang am stärksten schrumpfen. In Deutschland dürften seiner Meinung nach 20% weniger Autos verkauft werden.